Ja, schönen guten Morgen, alle miteinander. Was ein Schirmherr ist, weiß ich nicht. Aber ich war gestern dankbar, dass eine Schirmfrau da war und mich abgeholt hat. Das war nutzvoll. Und ich muss überhaupt sagen, ich bin jetzt nicht das erste Mal hier, aber doch in einer anderen Weise, dass ich sehr gut aufgenommen worden bin hier. Es geht mir sehr gut hier und ich bedanke mich ganz herzlich für diese charmante Art, eine solche Veranstaltung zu gestalten, zu begleiten. Herzlichen Dank, möchte ich sagen, dafür und wirklich für diese gute Aufnahme. Fragen. Also der Wind weht, wo er will, der Geist weht, wo er will. Das versuchen Sie jetzt hier reinzusaugen. Ich habe diese Frage mir auch gestellt, was soll ich eigentlich sagen? Weil über Verantwortung sprechen, das heißt ja auch irgendwie antworten. Und es ist ja immer so, dass ich meistens die Fragen gerne beantworte, die ich gerne beantworten möchte. Wie komme ich dazu, dass ich die Fragen beantworte, die Sie haben? Das ist immer die Schwierigkeit dabei. Und ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe Eva-Maria Zoll gefragt, habt ihr Fragen? Habt ihr Fragen? Um mich ein bisschen einzustellen. Jetzt werde ich diese Fragen nicht einzeln beantworten, aber ich sage sie Ihnen. Dann können Sie am Ende gucken, ob ich ein bisschen was davon beantwortet habe. Wenn nicht, muss ich nachlegen. Also Fragen war, wie könnte die Rolle der Unternehmen in Zukunft aussehen? Wie ist es möglich, dass Unternehmen und Kunden sich für Umwelt und Soziales einsetzen? Haben Unternehmen die Aufgabe, den Menschen zu erziehen? Ist ein Unternehmen ein Organismus oder einfach ein Ort, an dem man Arbeit leistet? Ableistet sogar. Wie sollte das Verhältnis zwischen Unternehmen, Arbeitenden und Kunden aussehen? Ist das Unternehmen etwas Lebendiges oder nur ein Konstrukt? Wer ist Ihr Nächster? Wer ist es, dessen Wohlergehen Unternehmen wirklich interessiert? Welche Verantwortung haben Unternehmen für mentale Gesundheit? Ein Teil der Fragen, glaube ich, sind gestern Abend in wunderbaren Vorträgen schon bearbeitet worden. Die waren so gut, dass ich heute sehr schlecht geschlafen habe heute Nacht. Und ich werde jetzt versuchen, diese Beantwortung in so einigen Passagen abzuarbeiten. Ich habe eine Präsentation, eine PowerPoint-Präsentation dabei. Sie ist nicht einsetzbar. Irgendwie hat das Gerät nicht funktioniert. Vielleicht können wir dafür dankbar sein. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es nicht ganz leicht, in diesem sehr schönen künstlerischen Rahmen so einfache Charts vorzustellen. Das war mir sowieso etwas unwohl dabei, muss ich sagen. Also leben Sie mit mir, mit meinem Gesagten vorlieb. Ich werde erste Gedanken zur Nachhaltigkeit bringen, dann werde ich eingehen, vielleicht ein paar Worte zum Unternehmen, zu mir. Einige kennen mich, einige vielleicht auch nicht. Dann werde ich versuchen, diesen Begriff Verantwortung etwas zu klären und zu sehen, ob wir aus diesem Begriff auch eine Orientierung bekommen können. Dann werde ich etwas über Menschheitsentwicklung sagen, aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken heraus. Und dann etwas über Entwicklungsgesetze, so wie ich sie sehe, und was mich leitet bei Tegut oder was Tegut leitet. Und schließlich einige Schlussgedanken zur Krise. Das ist eine ganze Menge, wenn wir sehen. Jetzt haben wir halb gut. Wir haben Zeit. Gut. Dieser Nachhaltigkeitsbegriff ist mir immer schon ein Ärgernis. Irgendwie habe ich ein Unwohlsein dabei. Und es kommt vielleicht daher, dass er uns täuscht. Er täuscht uns nämlich darüber, dass alles nachhaltig ist, was wir tun. Er vermittelt den Eindruck, dass nur ganz bestimmte Dinge nachhaltig wären. Nein, es ist alles nachhaltig, was wir tun. Auf der Tatsachenebene gibt es nur
die Addition. Es gibt kein Zurück. Alles, was wir tun, hat sozusagen ewigen Bestand. Es wirkt fort. Wenn es nicht fortwirkt, dann sagen wir, es ist ein Wunder geschehen. Also dann fällt irgendwas sozusagen aus dieser Gesetzmäßigkeit heraus. Und das, glaube ich, das muss man sich klar machen. Und es ist eigentlich eine erschreckende Tatsache. Wir haben gestern über das Altern auch gesprochen. Und es ist ja jetzt, dass die Erde altert. Vielleicht wird uns das deshalb so bewusst, dass im Alter ich langsam merke, dass die Konsequenzen meines Lebens mir immer deutlicher entgegentreten. Sie werden für mich immer sichtbarer. Das ist manchmal das Schmerzliche am Alter. Ich merke, dass ich es nicht zurücknehmen kann. Und das ist auch immer das Schmerzliche an dem Scheiden eines Menschen aus dem Leben. Ich weiß, ich kann die Beziehung zu ihm nicht mehr korrigieren. Es ist jetzt abgeschlossen. Und ich glaube, sich das klar zu machen, das ist vielleicht das Wichtigste an diesem Begriff Nachhaltigkeit. Alles ist nachhaltig. Auf der Tatsachenebene. Auf der Beziehungsebene sieht es anders aus. Auf der Beziehungsebene, da haben wir die Schuldfrage. Bei der Schuldfrage, da haben wir die Entschuldigung. Die ändert nichts an den Folgen, ne? Also an der Konsequenz auf der Tatsachenebene. Wenn ich einem eine Ohrfeige gegeben habe, kann ich mich entschuldigen danach. Aber die Ohrfeige bleibt und deren Wirkung. Aber auf der Beziehungsebene, da kann ich etwas ändern. Da heißt es ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann gibt es noch eine Ebene, und das ist gestern auch sehr schön angesprochen worden, schon, das ist die Wissensebene. Wie wirkt die eigentlich auf Schuld und Sachebene oder Tatsachenebene? Ich nehme aber ein paar Zitate, die wir alle kennen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Oder vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder, was ich auch gerne verwende, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das heißt, Wissen macht schuldig. Das war gestern von Herrn Reitz auch der Hinweis darauf, wir sind, weil wir so viel wissen, immer weniger unschuldig in dieser Welt. Und das ist, glaube ich, das Erlebnis, dass wir in dieser Welt, wo die Tatsachenebene, die Welt älter wird, wo wir immer mehr wissen von dem, was die Konsequenzen unseres Handelns sind, das ist, glaube ich, das, was uns im Augenblick so richtig hereinwirkt in unser Leben und was uns doch sich aufdrängt. Ich werde jetzt ein bisschen noch dieser Frage der Verantwortung nachgehen und auch mich immer wieder mal an die Worte wenden. Weil ich glaube, die Worte, die wir verwenden, und das hat Professor Schieren ja gestern auch deutlich gemacht, die Worte, die wir verwenden, sind nicht so völlig getrennt von uns, sondern sie sind doch mit uns verbunden. Sie rufen etwas hervor. Sie rufen mit den Namen, mit den Begriffen etwas hervor. Und wenn wir die falschen Begriffe verwenden, dann irritieren wir die Menschen. Der Goethe hat das sehr hart gesagt, er hat gesagt, zum Zerstören gelten alle falschen Argumente. Was nicht wahr ist, baut nicht. Das ist ein sehr präzises, klares Wort. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns doch an vielen Stellen etwas mehr mit den Begriffen, so wie mit dem Nachhaltigkeitsbegriff, und es ist sicher gut, dass Sie sich da so mit beschäftigen hier, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, weil die Beschäftigung mit den Begriffen, wie wir gestern gehört haben, uns verändert. Und das ist ja auch das Ziel einer solchen Veranstaltung, dass wir uns verändern.